Minuten plus minus, je nachdem. Und ich freue mich ja so sehr, weil für alle, die gestern dabei waren, die wissen natürlich, ich habe meinen neuen Martial Arts Weapon Gruppe, whatever, am Start und es macht einfach so Spaß. Ich habe den Happy Hippo gelegt im First Try letztes Mal. Oh, diverse Drachen gelegt. Soweit läuft es ganz gut bei mir. Diverse Sachen noch zum Ausprobieren. Wir haben zum Beispiel das letzte Mal so ein Parfüm Ash of War oder was. Nee, ist es ein Talisman gewesen? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas, was die Parfüms auf jeden Fall krasser macht. Das muss ich mir noch genauer angucken. Das hat das Potenzial, geil zu sein. Und wir sind stehen geblieben hier in einem Dungeon, der sich da Ruined Forge of Starfall Past nennt. Parfüm wurde genervt? Im neuen Patch? Was? Hab ich nicht gelesen in den Patch Notes. Das gucke ich mir jetzt nochmal an. Ich habe mir die eben noch angeguckt, habe ich nichts vom Parfüm gelesen. War das nicht nur ein Bugfix? Patch Notes, Elden Ring. Gucken wir mal. Das ist PvP Exclusive. Balance Adjustment. Smith Script Dagger. Smith Script Circ. Changed the placement of bosses. Extended the throwing attacks. Das ist nix. Bugfixes. Rolling Sparks. Thrusting. Fixed the bug was accessible. Prevent us from cancelling the attack. Fix the bug. Cause lightning perfume bottle and frenzy flame perfume bottle weapons to deal double damage. Das meint ihr wahrscheinlich. Fix a bug that caused the lightning perfume bottle and frenzy flame perfume bottle weapons to deal double damage under certain circumstances. Meint ihr das? Aber dann war das ja auch nur ein Bug. Aber wahrscheinlich ein sehr mächtiger, wenn er den Damage verdoppelt hat. Das ist das Einzige, was ich hier finde mit Perfume. Ehrlich gesagt. Und sie haben den Hippopotamus-Boss genervt. Fix the bug that where the unblockable bite attack of the golden hippopotamus boss would connect with players more easily than intended. Die haben... Das gibt's ja nicht, dass dieser Patch, wo die diese Attacke etwas genervt haben, ein Tag rauskommt, nachdem ich ihn schon gemacht habe. Frech. Egal. Ich habe Radan damals auch gelegt, bevor gepatcht wurde. So, wir gehen rein, Leute. Es geht weiter. Elden Ring, Shadow of the Earth Tree. Wir machen genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Let's go. Ich wollte jetzt trotzdem noch mal kurz gucken, was das war. Hier haben wir übrigens noch den Smith Script Spear. Ich noch nicht getestet habe. War es das hier? Nee. Das war, achso, das war... Hippopotami. Das müsste ich auf jeden Fall auch mal testen. Aber braucht man 27 Faith? Okay, niemand hat 27 Faith. So, aber was meinte ich denn eigentlich?
Wovon sprach ich doch gleich? Das hier, oder? Grants Affinities and Skills. This Ash of War grants no affinity to an armorant, but imparts the following skill. Rolling sparks. Scatter perfume powder before you. Rolling explosions of deadly sparks. Das ist es. Ash of War Rolling Sparks. Ash of War Rolling Sparks. Noch nicht so richtig einschätzen. Kostet auf jeden Fall nicht viel Mana, was schon mal gut ist. Ja, müssen wir mal testen, ne? Aber gibt es nicht auch ein Perfume-Talisman? Oder bilde ich mir das ein? Da. Raises potency of arts of deploying perfume. Probieren wir das mal aus, oder? Schaden ist ordentlich, kann man nichts sagen. Aber ist das so viel besser? Ich meine, die R2-Attacke ist halt auch schon so mächtig, dass ich nicht weiß, ob ich jetzt die hier, da muss das schon ordentlich einen Stagger-Damage haben, damit man das benutzt. Finde ich. This is life, my friend. This is life. You're life. Oops, as you can see. Nicht mein der Typ, ey. Wieso hat er mich gehört? Mich gar nicht gehört, der wird einfach automatisch an der Stelle getriggert. Lol. Okay, das war richtig scheiße. Wieso stirbst du denn nicht einfach? Oh, der nervt so krass, der Gegner, Alter.
den kämpfen. Mann, wieso machst du keinen Backstep, Alter? So nervig, ey. Oh, Jesus Christ, wie ich's liebe. Was ist denn gut von hinten? Wie komme ich denn gescheit hinter denen? Sag's euch, der Finger ist es. Ne. Ah, der regt mich so auf, Alter. Ich soll die Folge einfach nochmal neu anfangen. Das ist tatsächlich eine sehr gute Idee mit den Backhand Blades dann. In dem Ausweichschritt.
In der Scheißecke da auch. So. Da droppt gar nichts. Das ist ja lächerlich. Da hätte ich ja jedes Mal einfach vorbeirennen können. Oh, ist das schäbig. Das ist ja so schäbig. Das gewusst hätte. Ich mir so viel Ärger sparen können. So, was machen wir? Sind noch nicht fertig mit dem Testen hier von Parfüm. Ja, logisch, die sind ja auch aus Feuer. Warum sagt denn keiner was? Fighting fire with fire. Maybe not so smart. Ja, jetzt kommt mir mal nicht mit Logik. Als ob ihr nicht auch schon mal einen Feuerklumpen mit Feuer angegriffen habt. Erdbeerpudding. Hm. Ah, das war der Creepy Guy hier, ne? Kurde, Walewski, piczku, na te dnia. Nein. So. Was? Ja, verzöger doch bis in die Hölle rein. Komm nicht auf! Oh oh. Nun. Well.
Wenigstens der droppt was. Ein Smithing Stone 5, my ass. Ja, das ist ja alles sehr lohnenswert hier wieder mal. Immer mal an die Decke gucken. Wer schießt auf mich? Oh nein, noch mehr von denen. Jesus. Du Penner da oben, ich haben sie wieder richtig gut dahin gepflanzt, ey. Na! Mann! Komm, 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 hoch, 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 mein Arsch, mein Arsch! Easy. Boah, du Drecksack da oben, ey. Habe ich keinen Bogen? Ach, er kommt runter, der feine Herr. Alle Mittel sind legitim. Endlich mal einen Grundbogen zu benutzen. Bleibst hier. I won. I win? I win. I won.
Ich werde noch kurz gemockshackelt. Für unsichtbare Wände. Es hat noch nicht ein einziges Mal übrigens geklappt. Aber wer weiß. Gibt es hier noch irgendwas? Der Raum. Da ist der Schalter, da ist der Dude. Wo ist hier? Ah, da oben. Okay. Das riecht doch fast nach Marikas Hammer, oder? Smithing Talisman. Smithing Talisman. Enhances weapon throwing attacks. Okay. Also für fast jede neue Waffengattung gibt es auch den entsprechenden Talisman. Ich lass den jetzt in Ruhe, der droppt eh nichts Geiles. Der Amboss hier sieht irgendwie cool aus. Ah, das war dumm. Sehr dumm. Ich muss nochmal zurück. Ich habe was übersehen. Ich hab's übersehen getan, gell? Ihr werdet gleich sehen, was ich übersehen habe. Lieber Chat, übrigens, ich guck zwar regelmäßig in Chat, aber ich bin auch sehr konzentriert aufs Spiel. Manchmal entgehen mir Sachen. Also ganz wichtige Sachen gerne mal so im Abstand von 5 Minuten dann nochmal posten, wenn sie euch sehr wichtig sind und ich sie nicht beantwortet habe. Nur um sicherzugehen, dass ich sie dann auch sehe.
Übertreiben. Ist da noch was? Deutschland wird morgen gewinnen, klar. Da bin ich mir ausnahmsweise mal ziemlich sicher. Da mache ich mir wirklich gar keine Sorgen. Warte mal, wo wollte ich denn jetzt hin? Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Genau, wir müssen nochmal hier auf diese Plattform. Und dann müssen wir nämlich Folgendes machen. Wir müssen... obwohl... vielleicht. Komme ich da rüber? Da war ich... Ach nee, da komme ich ja her. Das ist ja kompletter Schwachsinn. Oder? Nee, Moment. Durch den Gang komme ich. Vielleicht muss ich doch darüber. Aber wie? Schafft man das, wenn man schnell genug? Ich glaube, das könnte von der Zeit klappen. Wenn ich jetzt den Schalter betätige und schnell runterspringe und drauf, meint ihr, das klappt? Klug! Und dann kommen wir nämlich hier lang, Leute. Und das war nämlich klug. Und hier gibt es nämlich Goodie. Ancient Meteoric Ore Great Sword. Und ein Ancient Dragon Smithing Stone. Leute! Was ist denn das bitte für eine Waffe? Ancient Meteoric Ore Great Sword. Dex Arc. Strength Weapon, 35 Strengths. Fashion from Exhalation Arrowhead. Excels at thrusting attacks. White light charge. Eieieiei. Das sieht aber fein aus, oder? Okay, Standard Moveset, oder was? Thrusting. Das ist natürlich ein sehr schöner R2. Stagger. Aha! Das ist ja mal ein nice... Das ist ja mal geil. Oh! Zweimal? Zweimal L2? Wow! Nicht schlecht, Herr Spech. Jetzt müssen wir hier trotzdem nochmal rum. Ich glaube, das hier wird nicht klappen. Ja.
gut, das ist der absolut falsche Gegner, um das zu testen. Alter, was eine Wuchtbrumme hier. Oder? Müssen wir gleich aufleveln. Die ganzen DLC-Waffen sind geil, man kann sich gar nicht entscheiden, was man spielen soll. Smith Script Circ. Das könnte hier aufs Maul gehen. Ich spring da jetzt runter, ich will wissen, was das ist. Geronimo! So, was haben wir da noch gekriegt? Ein neues Backhand Blade. Smith Script Circ. Auch mit Blindspot. Circular Backhand Blade engraved with Smith Script. A throwing weapon created through the smithing arts. Execute a strong attack to throw the backhand blade, causing it to fly in. Die haben ja Throwing Weapons gebufft mit dem Patch, also die Wurfreichweite wurde erhöht, was ich unmittelbar, also das ist auf jeden Fall, weil ich das gesagt habe in meinem Anfang bei dem Wurfmesser, habe ich ja gesagt, dass die Reichweite. What the fuck? Ich bin nicht so ganz alles. Ihr wollt wohl ein bisschen was an Backenfutter. Grinse Katze, ey. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin, ehrlich gesagt. Ah, okay.
nicht, ob die sich denn so geil sind. Ja. Triffst die Scheiße ja nicht mal. Alles daneben, Alter. Okay, das war ganz nice. Sie ist natürlich sehr versatil, wie sagt man? Sehr vielfältig. Jump to, sagt er. Okay, wir müssen. Was müssen wir? Ich habe ein bisschen die Übersicht verloren. Tatsächlich. Wir waren eigentlich in der letzten Folge auf Topfsuche. Topfschlagen. Bevor wir uns an die Tafelrunde machen, also hier gucken. War ich hier oben schon? Das letzte Mal? Das ist schon wieder 24 Stunden her, das weiß ich doch nicht. War ich hier schon? Ich glaube, hier war ich noch nicht, oder? Ja, wie weird das aussieht, wenn die da einen so anglotzen. Christ. Holy fuck! Die Chupa Chups haben mich gekillt, ey. Na gut, da können wir jetzt aber auch erstmal. Ah, ich muss erst. Einmal ganz kurz ein bisschen Seelenfarmen.
Ja, das mit der Werbung ist natürlich auch nur für Leute, die nicht gesubbt haben. Real Iggy. Ne? Knick, knack. Aber ja, das klingt schon nach sehr viel Werbung. Ich weiß nicht, was da eingestellt ist, ehrlich gesagt. Also 19 Werbespots sollten es natürlich nicht sein. No Mouse. No Mausen Point? Paint? Ja, es werden natürlich werden alle Folgen hochgeladen. Sollten eigentlich auch relativ flott hochgeladen werden. Damit es nicht so eine große Diskrepanz gibt zwischen. Zwischen Live und On Demand. Ja, habe ich vorhin, die Patch-Changes habe ich vorhin am Anfang der Folge besprochen und festgestellt, dass einen Tag, nachdem ich den Hippo gekillt habe, sie seinen Angriff genervt haben. Also ist das halt manchmal. So, was machen wir? Wir verbessern die neuen Waffen. Was ist denn das überhaupt? Smithing Stone? So, 24 und den machen wir auch auf 9, 2, 4, 5, 6, 7, 9. So. Was war denn mit dem noch? So viele neue Waffen. Ich komme überhaupt nicht dazu, die alle zu benutzen. Hier, mein Pater ist ja auch noch da. So, jetzt können wir das nämlich nochmal, ups, nochmal anders ausprobieren hier. So, hier war ich, glaube ich, tatsächlich auch noch nicht so richtig. Achso, wir kommen von hier, kommen wir dahin. Aber hier kann man durchaus nochmal abchecken, was hier so ist am Rande. Es ist ja schon auffällig, dass die hier irgendwas bewachen, oder? Da sind doch Fernwaffen eigentlich perfekt. Shit, wo kommst du denn jetzt her? Diese fucking Q-Tips.
trifft einfach nichts mit dieser Waffe. Näher rangeht, geht's. Ich bin noch nicht überzeugt von dieser Waffe. Ganz ehrlich. Man vergleiche. Das können wir sogar noch auf Heavy machen. Ich glaube, dann haut das noch ein bisschen geiler rein. So, und warum war das hier alles? Alles für nichts. Hier ist nämlich gar nichts. So wie es aussieht. Das ist doch wieder Fort Reprimand, ja. Irgendwie lande ich immer bei dieser Burg. Warum? Und warum ist da eine Markierung? Das Bonfire ist das hier? Wo ich gerade gestartet bin. Gibt es nicht Enhanced Thrusting Attacks? Ist es das? Das ist nur Counter Attacks. Ich dachte, es gibt auch welche nur für Thrusting.
Ich hätte schwören können, es gibt eine, die nur Thrusting Attacks. Zumindest auch manchmal ganz lustig, wenn man hier, wenn man Ninja-Mode geht. Guck, man hört nichts mehr. Ja, der Sperrtalisman ist aber nur für Counter. Steht zumindest da. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert, aber... Enhances counter attacks. Talisman depicting a spin of soldier enhances the counter attacks. Ja. Es ist total weird, dass man sich selber nicht hört. Es fühlt sich voll broken an. Hat dann auch total Sinn, wenn man danach aufs Pferd steigt. Flatman. Hier war ich doch auch schon. Also das sind ja jetzt wieder die Ruinen. Hier war ich ja auch schon 80.000 Mal. War auch noch nicht so richtig. Hier ist Top Village, da war ich noch nicht. Was ist das? Oh, das sind die geil. Die sind perfekt zum Testen. Guck mal, die hören mich nicht, weil ich lautlos bin. Wie geil das ist. Oh. Das war ja Pech. Ich ihn genau in seine Iframes gepokt. Scheiße! Jackie Boy, was geht ab? Jack FromSoft im Chat. Herzchen bitte raus. Hä, wieso ist denn eigentlich nicht VIP? Ist irgendjemand da, der ihn mal VIP machen kann? Dann würde ich es auch leichter lesen können, wenn er da ist. Jack, was geht ab? Ich lieb's so sehr. Guck mal, was ich für ein mega krasses Schwert gefunden habe. Ist das nicht feist?
Und ich trage den Talisman, der mich lautlos macht. Das macht total Spaß. Ist echt mal ganz lustig, weil man kann einfach durch die Welt laufen. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, aber die Gegner reagieren einfach nicht auf einen. Absolutes Wahnsinnsschwert. Ja, Jack sagt auch S-Tier. Was hältst du von der Waffe hier, Jack? Das würde mich mal interessieren. Warte. Wo sind sie denn jetzt? Die hier. Ich bin noch nicht sicher, ob ich die mag, ehrlich gesagt. Ich treffe nicht so viel mit denen. Sind die geil? Ich habe sie mal hochgelevelt, aber ich bin mir, wie gesagt, ich bin noch nicht sicher, ob die wirklich geil sind. Oh, das ist natürlich schon ganz geil. Das ist schon ganz nice. Aber es geht eh nichts über Pam Pam. Das ist so komisch, wenn man so läuft und einfach gar kein Geräusch von sich gibt. Und du kannst halt an jeden Gegner einfach ranlaufen. Vorausgesetzt, logischerweise, er guckt dich nicht an, aber guck hier. Er rafft's nicht. Nice. Kannst du auch so bei den meisten, wenn du dich duckst. Ja, das ist mir natürlich schon klar, aber wer will sich denn ducken? Das Geile ist ja, dass du rennen kannst. Du kannst ja auf die zurennen und die wissen nicht, was ihnen, wie ihnen geschieht. So, jetzt muss ich mal hier lang gehen. Hier bin ich noch gar nicht lang gegangen. Hier ist bestimmt eine Leune. Falsches Spiel, sorry. Oh, ich merke, wie sich Urin in mir ansammelt. Wenn ihr wisst, was ich meine. Eventuell müsste ich gleich mal aufs Töpfchen. Ist schon auch komisch, oder? Wo kommt das denn jetzt her, das? Wieso jetzt? Ich habe doch gar nichts getrunken. Alter. Ist das wie in so einer Tropfsteinhöhle, dass es von unter irgendwie runtertropft und sich dann sammelt in einem Behälter oder was? Oh, hier gibt's die Shadow Sunflowers. Da kommen wir nicht runter. Kommen wir da hoch? Nee. Diese Grabsteine in den Wänden, die sind ja eigentlich meistens nur für den Abstieg. Da schon, aber ich noch nicht.
Hä, jetzt bin ich ja schon wieder hier bei dem See, oder ist das ein anderer? Nee, das ist ein anderer. Oh, und hier kann man revived werden. Das heißt, hier ist irgendwas. Hier ist eine Statue. Das heißt, hier muss eigentlich irgendwas sein. Vielleicht eine Invasion oder sowas? Irgendwas sein. Oh, da sind auch noch ein paar neue dazu gekommen, oder? Ich mach die jetzt alle fertig hier. Chubba Chubs. Ei. Nein, falsch. So, muss irgendwas sein, ganz ehrlich. Da liegt was. Unter dem See. Unter dem See. Scatter Tree! Shadow Tree meine ich. Es wird ja Shadow Tree ausgesprochen, was ja durchaus Sinn ergibt. Wieso kann ich nicht absteigen? Wie der HSV. You can buy me some flowers. Mama. Was ist das? Guck mal, die züchten hier ihren kleinen Earth Tree. Earth Angel, Earth Angel.
Heal from afar. Blessed Bone Shard. Sieht eigentlich ganz schön aus, wenn man vergiftet ist. Also die kleinen Funken, die einem da so hinten rausfliegen. Ah, und jetzt kommen wir hier unten ran. Okay. Und von hier kommen wir dann wahrscheinlich hier hin. Und von da nach da. Interessant, interessant. Ich finde das Level-Design vom DLC überragend, Leute, ehrlich gesagt. Ey, das ist einfach so eine krasse Welt, die designen. Das fühlt sich einfach so viel besser als jedes andere Open-World-Spiel an. Wirklich, also es ist einfach nicht vergleichbar. Ich kenne kein anderes Open-World-Spiel, das so sich anfühlt, irgendwie wie ein großer Dungeon. Also wie alles greift irgendwie ineinander und keine Ahnung. Ich finde es einfach nur mega. Ich bin überhaupt kein Fan von Open World, aber irgendwie Miyazaki kriegt's hin, dass ich Bock drauf habe. So Leute, ich habe es versucht einzuhalten. Ich kann nicht weiter einhalten. Ich bin in einer Sekunde wieder da, aber ich muss mal für große Jungs. Sonst explodiere ich. So Leute, da bin ich wieder. Puh, 3 Kilo leichter. Was geht ab? Was habe ich verpasst? Achso, hier. Kennt ihr das, wenn ihr so richtig dringend pinkeln müsst, aber ihr zögert das? Sorry, da muss ich kurz drüber sprechen. Dieses Gefühl, wenn man so richtig krass pinkeln muss und es kitzelt so ein bisschen. Es ist so ein bisschen so. Es ist so ein bisschen wie niesen, kurz bevor man niest. So. Es ist irgendwie auch ganz angenehm. Und dann, wenn man dann pinkelt, also wenn man es so ein bisschen hinauszögert und dann, wenn man dann pinkelt, wo sich schon so richtig aufgeladen hat und die ganze Zeit einem sagt, ey, du musst jetzt mal. Das ist ein richtig gutes Gefühl. Nein? It's just me? Okay. Zurück ins Spiel. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Ach, guck mal, wir haben doch eigentlich, statt lautlos zu gehen, könnten wir auch den Talisman benutzen, der die Throwing Weapons besser macht. Welcher ist denn das? Welcher war denn das jetzt? Der Wurf. Hier, der ist es. Gucken, ob das einen krassen Unterschied macht. Jede kommt langsam in das Alter, in dem man gerne über Körperfunktion redet. Naja, es bleibt ja nicht mehr viel. Oh, guck mal, da ist ein... Hä? Da ist wieder einer, der ist aus. Aber der sieht ein bisschen anders aus als der vor der Shadow Castle lag.
Das war kein Brot. Jetzt komm doch mal her, man sieht dich nicht. Dankeschön. Oh, guck mal. Was meine Frau für mich gemacht hat. Guck mal hier. Das muss Liebe sein. Da gibt es auch diesen Sketch von Bill Burr, der sagt, irgendwie, wenn Frauen wüssten, wie glücklich sie ihren Mann machen könnten, wenn sie einfach irgendwann ungefragt ihnen ein Sandwich geben. So. Weiter geht's. Erkunden, erkunden. Das ist aber auch wirklich so. Ich meine, das ist jetzt natürlich nicht nur etwas, was Frauen für Männer machen können. Ich schätze, das geht umgekehrt genauso. Aber ich glaube, liebe Frauen, wenn ihr in einer Beziehung seid und einfach ungefragt, euer Mann zockt abends, whatever, und ihr macht dem ein richtig geiles Sandwich. Aber eins mit Liebe. Mit Soßen drauf und so. Vielleicht sogar ein Salatblatt. Und ihr reicht ihm dieses geile Sandwich. Ich sage, das kann für die Beziehung, also das kann was für die Zukunft werden dann. Die gucken eh keine Frauen zu. Das mag sein, 2, 3 sind immer mal dabei, die sich verirrt haben. Aber, wie gesagt, es gilt ja auch für Männer, ab und zu mal sowas richtig krass Nettes zu machen, ohne... Es könnte zu Sex führen, ja. Aber das ist nicht der Grund, warum wir es machen. Also gegen alles, was fliegt, sind die schon ganz gut, die Sicheln hier. Nein, aber ich meine das wirklich ernst. So ab und zu mal sowas komplett Nettes machen, ungefragt. So, 715. Jetzt mal ohne den checken. Wie viel? 651. 715, 651. Das sind circa 10% wären 61. Hm. 60 dazu, also ungefähr 10% mehr Damage. Oder? Hab ich mich verrechnet. Ich glaube, es sind 10%. Die Frage ist, was verstehst du unter Sandwich? Das ist eine sehr gute Frage. Da versteht ja jeder was anderes drunter.
Oha. Ja, putzen ist auch immer gut. Aber putzen wird ja sowieso auch immer, sag ich mal, als Pflicht angesehen. Deshalb ist da die der Überraschungseffekt nicht ganz so groß. Aber so ein Sandwich steht ja nicht im Ehevertrag drin, weißt du? Ein Sandwich kommt so ein bisschen aus dem Nichts. Und ein Sandwich ist halt wirklich geil. Gravebird Anklets. Oh, habe ich jetzt das ganze Gravebird-Set eigentlich? Irgendwas scheint mir hier mit den Gravebirds. Die sind diese Rüstungsteile von den Gravebirds, die sind auf jeden Fall immer gut bewacht und irgendwie auch sehr prominent platziert. Na. Welche Affinität habe ich auf der Asche? Welche Asche? Ach so, du meinst hier auf den Blades habe ich gar keine. Das muss ich noch machen. Ui. Nein, falsch. Nein. So knapp. Scheiße, ich wusste es. Wieder mal falsches Item. Oh, was? Hier bin ich wieder? What? Also erstmal. Das ist eine komplette Unverschämtheit, was hier gerade passiert ist. Oh nein, jetzt brauche ich drei. Scheiße. Okay. So, wo bin ich jetzt gestorben eigentlich? Wo war denn das? Das war voll am Arsch. Hier. Irgendwo. Alter, guck mal, wie weit das weg ist. Das ist ja maximal ungünstig. Aber es ist interessant, wo man überall diese Shadow Tree Fragments findet. Also am Anfang dachte ich ja, die gibt es nur bei diesen komischen Sicheln. Aber dem ist ja gar nicht so.
Hier ist auch irgendwas. Es gibt so viel zu entdecken, dass man gar nicht weiß, wo man überall gucken soll. War ich hier schon? Ich meine, hier war ich schon, ne? Ach, lol. Okay. Wir mussten unter dem See durch. Hier. Da. Hier. Und hier. Hier müsste aber dann auch mal langsam irgendwo ein Bonfire her, oder? Seht ihr, mir fehlt vom Vogelset ich hatte doch schon voll viel davon. Gravebirds Bracelet. Gravebird Anklets. Ich dachte, ich habe schon mehr Teile. Ich hätte schwören können, ich habe schon mehr. Ich esse zwei Gravebird-Sachen? Tja.
War da eine gefiederte Rüstung? Aber nicht Gravebird. Fell Omen. Oh, Gravebird Armor, tatsächlich. Hä, aber wieso ist sie? Tatsächlich. Wieso ist sie so weit oben? Ist sie nicht sortiert nach Order? Doch. Okay, warte mal. Dann fehlt nur noch der Helm, oder? Wenn es einen gibt. Okay, also es fehlt tatsächlich nur noch eins, ein Helm. So wie ich das sehe. Übrigens, ich kann auch richtig fette Rüstung eigentlich tragen. Ich bin total untergewichtig. Wie sagt man? Na gut, weil ich auch keine schweren Waffen jetzt trage. Egal. Also es fehlt uns noch ein Teil vom Set. Mal gucken, was dann passiert. Nee, jetzt kein Bock nochmal gegen euch zu kämpfen, ganz ehrlich. Es sind aber auch viele von den Viechern, oder? Ich verpiss mich. Smithing Stone 3, leck mich. Am I a joke for you? What is this? Am I a joke for you? I'm funny how? No. I'm funny how? You said I'm funny. Tell me. I'm funny how? Heute kein Boss-Edel. Ja, wir fangen doch gerade erst an. Entspannung, Entspannung. Ich weiß nicht, was noch kommt. Es kann ja auch sein, dass die Bosse keinen Bock auf mich haben.
Wow, Base. What in the name? Leute, neues Gebiet. Rau Base. Ey, wie episch es einfach aussieht, Mann. Ich bin völlig erstaunt, wie groß das alles ist hier. Ey, manchmal frage ich mich schon, wie die dabei bei FromSoft arbeiten, dass die solche hochqualitativen Sachen so rauspushen. Ich meine, wie läuft das da? Wobei, das habe ich mich bei Nintendo auch immer gefragt. Pass auf, ich zeige euch die Power des Ninjas. By the power of might, give me the force. Scheiße. Voll schief gegangen. Oh, come on. Der hat sowas von getroffen, Alter. Das ist, da würde ich gerne noch mal ein VAR sehen, ganz ehrlich. Der auch, Alter. Ja. Sehr gut, Cheat Game. Da esse ich erst ein Brot jetzt. Ja, einfach die komplette Frechheit. Nikola? Okay, doch nicht. Das ist so unverschämt gewesen gerade wieder. Ich glaub es nicht, ne? Ich glaub es ja nicht, ne? Spielst du auf PC? Manchmal, ja. Aber jetzt gerade nicht. FromSoft-Spiele spiele ich immer auf der Playse. Es sei denn, ich spiele irgendwelche Mods, logischerweise. Hier hat es gerade vibriert. Warum?
glaube, das sind nur diese Typen. VHR sagt gelb für Schwalbe? Nee, Leute. Ja, eindeutig eine Berührung hat da stattgefunden. Das Gras ist hoch, man kann kaum blicken. Es ist die rechte Zeit zum Rasenmähen. Ich hab früher als Kind immer gesagt, guck hier, Alter, von hinten, zack, Rasen. Was will er machen? Ich sag euch, Putter, absolut unterschätzte Waffe in diesem Spiel. Diese Faustklingen gehen richtig ab. Meine Meinung. Pearl Shield Talisman. Was ist jetzt das? Boost all non-physical damage. Negotiation while guarding. Okay. Ich glaube, also ich will es nicht in irgendeiner Weise schönreden oder so, aber ich glaube tatsächlich, dass das, was im Westen gemeinhin als Crunch bezeichnet wird, dass das tatsächlich in Japan völliger Standard ist. Und ich sage nicht, dass das eine gute Sache ist, ich glaube einfach nur, dass das kulturell einfach so ist. Da herrscht so eine andere Unterwürfigkeit gegenüber Hierarchien und Arbeits... Nee, ich will es nicht mal Arbeitsmoral nennen. Aber so... Also ich weiß es nicht. Es würde mich wirklich mal interessieren. Deshalb hätte ich gerne viel mehr Einblicke in japanische Videospielentwicklung. Aber es ist schon krass, was die Japaner teilweise raushauen und Alter, wie hält der aus? Also auch bei Nintendo habe ich mich das auch immer gefragt, ne? Wie viel Kreativität da in den Spielen stecken und dann hauen die da irgendwie so ihre 4, 5, 6 IPs pro Jahr raus. Und ihr seht es ja an sowas wie Hollow Knight jetzt oder keine Ahnung, Witcher, Cyberpunk, egal, alles was nicht japanisch ist. Die wenigsten davon kriegen in der Zeit wie Japaner solche Qualität hin. Aber vielleicht stimmt's auch nicht. Also ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das jetzt alles stimmt, was ich sage. Es ist nur eine Vermutung. Es kann natürlich auch einfach sein, dass die 8-mal so viele Leute haben oder einfach viel geilere Gehälter zahlen und einfach viel bessere Leute haben oder so. Ich weiß es nicht. Es würde mich einfach wirklich krass interessieren, wie das so abläuft. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das 9-to-5-mäßig abläuft. Auf der anderen Seite müssen die ja trotzdem irgendwann dann kaputt gehen. Das kann ja auch nicht im Sinne des Arbeitgebers sein, wenn dann deine besten Leute irgendwie umkippen, weil sie zu viel gemacht haben. What the fuck?
Ich habe mich übrigens nicht erschreckt, ich habe mich in meinem Leben noch nie erschreckt. Ey, was ist denn da hinten? Jetzt gibt's aber mal richtig eins aufs Fressbrett hier. Mich hier so zu blamieren in meinem eigenen... Oh, hier kann man hoch. Komm, Pferdchen. Geil. Ich bin hier oben, Leute. Ne, da ist ein Bogenriese, also ein Bogenschützenriese. Leute, guckt mal, wo ich bin. Don't kick me down. Wir haben eine ganz gute Übersicht, aber... Und wie kommen wir wieder runter? Ich schaffe es! Pferdchen, spring! Ja! Nein! Da oben. Lol. Da kann man noch meine Seelen sehen, da oben. Guck mal. Komm gleich. Ich komme gleich zu dir, keine Sorge. Steht. Er steht. Size don't matter. Unless it's your penis. Sorry. Sorry, kein Bock auf deine Story. Hab ich hier noch was übersehen? Ein Shadow Tree Fragment wäre nice. Wisst ihr, was ich fände, was geil wäre, was es noch mehr geben könnte in Elden Ring oder generell in so Dark Souls mäßigen Spielen? Ich würde mir gerne noch so nicht Zwischensequenzen, aber so wünschen, dass so Monster irgendwie mal mehr so, ich weiß nicht, dass da mal so ein Monster ist, was so ein
so zwei Bäume auseinanderreißt und dann da so langläuft. Oder wisst ihr, was so ein bisschen mehr animiert und ein bisschen mehr, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, so. Einfach so ein bisschen noch imposanter inszeniert manchmal. So wie der Drache, der in Limgrave landet. Ja, so ein bisschen gescriptete, geile Sachen irgendwie. Oder mal, weiß ich nicht, ein Riese, der dann so einen Baum rausreißt aus dem Boden und mit dem schlägt. Oder solche Sachen irgendwie. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, also es ist natürlich geil, weil es alles echt, Echtzeit sozusagen ist, wie sagt man, nicht geskriptet oder so ist, aber auf der anderen Seite, da könnte man noch manchmal so ein bisschen was Imposanteres machen. So auch, bei manchen Bossen ist das ja so am Anfang, aber das halt nicht als Zwischensequenz, sondern so, dass die, ja, die Gegner so ein bisschen geiler mit der Welt interagieren irgendwie. Keine Ahnung, das wäre so der Next Step neben Gliedmaßen gezielt abtrennen. Das würde ich auch noch feiern. So, dass man einem Soldaten die Beine wegschießen kann und dann kann der halt auch mit den Beinen nicht mehr laufen. So wie bei Dead Space. Also kleine Features in einem ansonsten perfekten Spiel. Was würdet ihr euch wünschen? Was würdet ihr euch wünschen für... Wenn ihr jetzt... Ihr könntet jetzt... ihr werdet jetzt der Chef von FromSoft und ihr sagt jetzt, okay, also fürs neue Elden Ring, whatever, Patch, DLC, was auch immer, wollen wir folgendes Feature drin haben. Was würdet ihr euch wünschen? Torrent Upgrade, ja. Überhaupt, Torrent Upgrade finde ich auch gut. Ich hatte gedacht, bevor Elden Ring rauskommt, hatte ich mir 100% sicher, dass es für Torrent auch dann irgendwelche Rüstzeug oder Sattel oder so, so wie bei Zelda, wo man so ein bisschen zumindest noch was machen kann mit dem. Den Glider, ja. Ich glaube, der würde halt ein bisschen die Oberwelt-Logik kaputt machen. Weil bei Breath of the Wild und Tears of the Kingdom ist ja eigentlich gewollt, dass du überall direkt hin kannst, so mehr oder weniger. Aber bei Elden Ring ist das nicht gewollt. Die wollen ja einen schon über gewisse Wege irgendwie leiten. Und das könntest du mit so einem Gleiter wegen der hohen Höhen, wegen der großen Vertikalität würdest du da echt, glaube ich, ein bisschen das Level-Design aushebeln. Belebtere Siedlungen. Belebtere Siedlungen, okay. Also so im Sinne von viele NPCs, so eine Stadt mit NPCs, einem Shop oder was. Passt halt nicht so in diese düstere, kaputte Welt, aber kann ich total nachvollziehen, weil ich das bei Rollenspielen zum Beispiel auch immer mag, wenn man eine Stadt erreicht. Das ist immer so. So ein geiles Gefühl. Alle Waffengatten maxen. Ja, mehr NPCs bin ich dabei. Ich finde vor allen Dingen, es sind zwar viele NPCs, aber die verlaufen sich, also verteilen sich halt so in dieser Welt. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit Demon's Souls, wo im Nexus halt einfach 5, 6, 7, was weiß ich, wie viele stehen und dann noch in den Welten. Und die Welten sind ja total klein. Da hat man irgendwie viel häufiger das Gefühl. Bei Elden Ring hat man noch sehr häufig das Gefühl, auch so wie jetzt hier, hier ist einfach nichts. Da könnte man dann noch ein bisschen mehr irgendwie NPCs oder Händler oder weiß ich nicht was.
Da könnte man gleich noch ein bisschen was rausholen. Ja, Körperteile im Kampf abtrennen können, habe ich schon gesagt, ja. Finde ich auch. Nee, Questlog bin ich dagegen, tatsächlich. Das mag ich. Also ich weiß, es ist Geschmackssache. Aber ich finde das gerade geil, die Art und Weise, wie Quests gemacht werden in Dark Souls. Dass man eben nie so richtig weiß und viel mehr experimentieren muss und überrascht ist, was funktioniert, an welcher Stelle und so weiter. Ich bin voll kein Fan von Pfeil auf der Map und jetzt gibt das, hier findest du das Stück und bring das jetzt nach A oder B oder so. Da finde ich das Quest-Design finde ich irgendwie geiler. Bei Souls spielen. So ein Buddy, der einen für gewisse Zeit begleitet. Ja gut, du hast natürlich die Geisteraschen, du kannst Koop-Summon machen, das ist ja, geht ja schon so ein bisschen in die Richtung. Aber ja, wieso nicht so ein, vielleicht ein Hund oder sowas, so ein Biest, das du noch steuern kannst. Irgendwie ein Hund, den du auf irgendwas, oder irgendein Vieh, das du auf irgendein... Das könnte auch eine neue Waffenart fast sein. Ein Erdmännchen. Meiner Meinung nach könnten auch noch mehr Physikspielereien rein. So. Also in den Dungeons könnten noch mehr, ich will jetzt keine Zelda-mäßigen Dungeons mit Kisten verschieben und so, aber mal, weiß ich nicht, mal so ein Seil durchschneiden oder so, das könnte man häufiger irgendwie so. Also Zelda übertreibt es ja fast schon mit Physikspielereien, aber Elden Ring hat halt auch sehr wenig. Storytelling. Dungeon Design sehen fast alle gleich aus. Ich finde, das haben sie jetzt schon auf jeden Fall verbessert im DLC. Da finde ich die Dungeons schon deutlich besser. Ob ich meine 190.000 Seelen liegen lasse? Ja, Seelen sind mir wurscht. Seelen kann ich farmen, wenn ich sie brauche, aber ich brauche sie nicht. Ich habe nicht mehr vor zu leveln. Und wenn ich was kaufen muss, kann ich die schnell... Kann ich mir die schnell erfarmen, die Seelen, in wenigen Sekunden oder Minuten. Ede, wie seid ihr an die Tickets gekommen morgen? Ich brauche unbedingt welche. Über EA. EA hat uns eingeladen. I'm sorry. Aber ja, wir sind ja nicht beim Deutschlandspiel. Wir sind ja Frankreich-Portugal. Nicht, dass ich mich beschweren möchte.
Guck mal, es geht noch weiter runter, ey. Das ist ja krass. Wie weit runter das noch geht. Alter, wie riesig den DLC. Wie haben die diesen DLC in 2 Jahren gebaut? Ich würde das so gern wissen. Nee, da komme ich doch her. Angeblich ist ja auch eine Elden Ring-Serie oder Elden Ring-Film in Planung. Gab ja wohl so Gerüchte jetzt, dass George R. R. Martin da so ein bisschen was angedeutet hat. I don't know. Der Steinhaufen. Oh, wir kriegen ein Map-Stück. Okay, wir haben wohl das nördliche Ende erreicht vom DLC. Allerdings sieht das hier auch ziemlich leer alles aus. Hier so eine Riesenfläche, hier eine Riesenfläche, hier eine Riesenfläche. So, irgendwo müssen hier noch Kieselsteine liegen. Aber wo? Ich weiß auch immer nicht, wie weit die weg sein können. Jetzt auch noch an zu regnen. Das Spiel ist mir zu realistisch.
Das sieht nach Drache aus, oder? Bin ich sicher. Da, ob das Wetter die Bosskämpfe beeinflusst. Also es ist ja so, dass bei Regen Blitzschaden zumindest mehr Damage macht und Feuer weniger. Naja, das ist wirklich so. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Wo sind wir jetzt? War ich hier schon mal? Nee, hier war ich auch nicht, oder? Es gibt so viele Stellen, wo es weitergeht. Dagegen ist jedes Metroidvania ein Witz. Eine Katakombe dann mal wieder. Och, das ist doch ganz nett. Katakombe können wir doch mal wieder machen. Mausoleum, Moment, das heißt, hier ist direkt ein Boss, oder? Red Bear. Okay. Ach komm! Uiuiui. Kannst du nicht staggern? Oh, du Sack. Nee! Darauf ein Apfel. Das war natürlich Pech. Das war richtig Pech. Da stand ich plötzlich mit dem Rücken zu ihm. So. Der ist super Baby-Eier-leicht, aber das gibt uns die Möglichkeit, ein bisschen zu testen. Wir können auch Martial Arts machen. Aber das finde ich lame, Martial Arts gegen Martial Arts. Wir machen... Wir probieren mal das hier. Oh, jetzt habe ich Fat Roll. Achso, wegen dem Helm. Uh-huh.
Überall nur Heavy Load, Heavy Load, Heavy Load. Da kommen langsam die leichten Sachen. Okay. White Mask auch Heavy Load. Achso, das ist natürlich auch ein dummer Talisman. Kein Wunder, dass der nicht gestaggert ist. Wieso ist die Waffe so schwer? 22 Kilo ist aber auch echt. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich will die Waffe spielen. Ich muss was einfallen lassen. Was ist denn hier so schwer? Der Helm ist natürlich, der geht gar nicht. Erstmal den Helm da so. Das habe ich doch vorhin auch gespielt. Muss ich hier die komischen Hosenträgerschuhe anziehen jetzt? Schön ist anders, na gut. Das tut mir nicht alles, um eine neue Waffe zu testen. Hüpf doch nicht dauernd rum, du Luppen! Alter, hat der reingehauen. Ich hänge! Warum? Topf! Scheiß Wand, scheiß den Topf an. Aber das, auch der Typ ist wieder nicht staggerbar, ne? Ich finde das so krass in dem Spiel. Guck dir die Waffe an und die Typen sind nicht zu. Sneaky Buster. Alter, die Waffe ist unfassbar. Kostet allerdings auch ordentlich FP. Red Bear's Claw.
Fanghelm, Iron Rivet Gauntlets, Iron Rivet Greaves. War das erste eine Waffe? Tatsächlich. Oha. Claw of Great Red Bear. With the modification by Red Bear, whose name is lost to madness after killing the Great Red Bear, the Black Thorn, he became fascinated with the untamed glory of its naked strength. I wish to be a bear, no more nor less. Great swipe of the arm. The attack creates vacuum, which deals continuous damage. Guck dir diese Pranken an. Guck dir das an hier. Feini, feini. Muss ich natürlich erst upgraden. Upgrade, upgrade. Terminal, Terminal, upgrade. Ist hier noch was? Guck mal, hier hat man auch eine super Übersicht über den, über das Gebiet. Da fing nämlich alles an, da hinten. Direkt über meinem Kopf. Das Castle Ensis, ja, ne? Ja. Ja, kannst du hier auch, nee. Kommst, glaube ich, nur über den Weg, über den ich dahin bin, unten hoch, oder? Kommt man hier wieder hoch? Sieht nicht so aus. Doch. Hätte man da von Anfang an hingekonnt? Das ist so ein Plateau, da kommst du nur über
den, wie heißen die Dinger da, diese Jump Pads für Torrent kommst du da hin. Hänge. Okay. Gehen wir nochmal hier hoch. Hier bin ich hochgekommen, oder? Ja. Hier ist das Jump Pad. Ich glaube, da kommen wir gar nicht hin. Torrent, nimm mal den dicken Schädel da weg, ey. Ich weiß nicht, ob ich hier unten schon mal war. Ich glaube nämlich nicht. Hier sieht man übrigens wieder, wie perfekt ich Torrent am Abhang entlang steuern kann, ohne runterzufallen. Andere wären hier schon längst tausendmal runtergefallen. Aber der Meister weiß natürlich, was er macht. Das ist ein Tanz auf der Rasierklinge. Ältere Damen halten die Luft an. Wenn dieser Teufelskerl wieder Kunststückchen macht. Warum? Warum passiert das immer, wenn ich was sage? Es kann doch kein Zufall mehr sein, dass jedes Mal, wenn ich eine große Klappe habe, was Schlechtes passiert. Ich meine, what are the chances?
So, Leute, dann machen wir mit dieser Folge Schluss für heute. An der Stelle geht's dann morgen wieder weiter. Oder wann auch immer. Schön, dass ihr dabei wart. Schreibt mir liebe Sachen in die Comments. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. YouTube, Grumpy Ede, mein Uncut-Kanal. Ede Uncut. Eddie Uncut. Ich weiß es nicht. Ist verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nein, wir machen noch weiter. Es war nur für YouTube eine Abmod. Wir machen noch eine Folge. Okay? Ein bisschen habe ich noch. Ja, ich mache nur kurze Anmod.